Construction complete. Monkadir, Sablisur. Wann kann ich den Krieg erklären? In 5 Jahren. Okay. Auf Terrarium? Was ist denn da los? Ja, ich habe auch gar keinen Vollstrecker da. Da sind, meinten welche umsiedeln zu müssen. Ohne meine Erlaubnis. Nicht Elysium. Terrarium. Construction complete. Ach, jetzt haben wir auch noch Kriminalität hier. Technology secured. Weltraumwolkenblitz, dann nehmen wir fühlende Geschäfts-KI, Gefechts-KI. Nicht so das, was ich haben möchte. Gamma-Laser. Komm, die Sternenbasen benutzen sowas. Munkadir, Sablisur. Die Wikinger beleidigen uns. Das ist nicht... Also ihr habt Glück, dass noch der Waffenstillstand gilt. Ihr habt gegen mich keine Chancen, das wisst ihr. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Besatzungsgarnison plus 2. Paradieskuppel. Flottenkapazität. Star System charted. Munkadir, Sablisur. Oh, ich glaube, die haben ein paar. Ja, die haben mal eben 2 Habitate. 4 Habitate haben die gebaut. Ja, wenn man sonst keine Planeten in seinem Territorium hat, dann muss man eben Habitate bauen, wie die Blöden. Dann brauchen wir eben noch ein paar Armeen. Construction complete. Sechs Monate Sozialforschung für ein Kontingent von vengralianischen Triumph-Vertriebsmitarbeitern. Handelswert plus 15. Nein. Okay, da gibt es dunkle Materie. Das heißt, wir bauen schon mal keinen Materie-Dekompressor. Situation log updated. Wo ist das? Zeig es mir. Hier drüben.
Construction complete. Ich fände es gut, wenn die Sterntor-Technologie langsam mal wieder käme. 25 Monate. Construction complete. Construction complete. Munkadir Sablisur. Wir brauchen noch 3 Jahre, 3,5. Megastruktur haben wir 2, 44 Monate. Wir haben wieder mal zu wenig an Bewohnern. Definitiv. Übrigens, hier müssen auch nicht unbedingt Priki wachsen. Was haben wir hier? Also welche? Ich wüsste gerne, welche von meinen. Welche von meiner Bevölkerung hier überhaupt leben können. Das ist eine Savannenwelt. Anpassung Wüste. Die einzigen, die da wirklich komfortabel leben können, sind Ägypter. Dann sollten vielleicht auch vorzugsweise Ägypter dort wachsen. Also von denen, die die volle Staatsbürgerschaft haben, was bei den Priki nicht der Fall ist. Technologie und hier Ozeanwelt. Energiewaffenschaden, fortschrittliche Schilde. Die bringen mir halt nicht mega viel. Tachyon-Lanze. Protonenwerfer. Ist irgendwas davon wichtig, damit man Sterntore bekommt? Ich meine, ich kann mal die Schilde mal eben holen. Und wenn es nur für die Sternenbörsen ist. Oh, 21. Jetzt auf einmal. So, auf den Habitaten müssen aber auch nicht unnötigerweise Riki wachsen. Construction complete. Priorisierte Spezies hat das leider minus 20%, aber dann ist es halt so. Monate. Das ist vielleicht gar nicht mal so kacke. Ja, eine Freude für uns, mit uns Geschäfte zu machen, bla bla bla. Construction complete. So, Armeen sind fertig. Das dauert noch einen Moment.
Munkadir Sablisur. Bald ist es soweit. Du machst mal das hier. Construction complete. Munkadir Sablisur. Vasallenstatus verlangt. Ja gut, sie sind in Föderation, das heißt, sie werden das nicht freiwillig annehmen. Aber sie haben immer noch keine neue Flotte aufgebaut. Wir haben wohl ihre Wirtschaft so maß von zerstört, dass sie sich immer noch am Erholen sind. Und daran ändern auch die Habitate nichts, die sie kolonisiert haben. ...26 Monate. Special Project complete. Verbesserter Zerstörerrumpf, naja. Nur bedingt hilfreich, aber hey. Technologie. 2 Monate, bis wir fortschrittliche Schilde haben. Construction complete. Technology secured. So, damit haben wir das auch. Dann holen wir uns einmal die. Ja, hat jetzt nicht so viel geändert. Und da haben wir unseren Aufstiegsvorteil. Jetzt fehlen uns nur die Legierungen. Weltenformer wäre auch was. Gaia-Welten. Das wäre ein Upgrade für alle unsere bestehenden Welten und eben für die hier. Und wir haben jetzt schon mehrere Spezies in unserem Reich. Und dann wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn alle unsere Welten die perfekte Bewohnbarkeit für alles hätten. Wo ich mir gerade nicht sicher bin, ist, ob Ökumenopolis, ob die... Hier ist gar kein Gouverneur, das kann ich aber nicht so lassen. Ich meine, auf einer Ökumenopolis wären auch perfekte Bewohnbarkeit für alle. Hallen des Urteils. Was ist denn hier los auf einmal? Bevölkerung. Ja, perfekte Bewohnbarkeit für alles. Okay, nee, das lag nur daran, dass wieder mal keine Konsumgüter vorhanden waren. Munkadir Sablisur. Noch etwas über ein Jahr. Aber wenn es so weiterläuft, dann wird unser nächster Krieg, also nachdem wir die Wikinger zu unseren Vasallen gemacht haben, halt das Ziel des nächsten Krieges sein, dass wir Cybrex Alpha erobern und diese ganze Ecke hier. Ich würde sagen, bis hier. Und dann halt hier das ganze Zeug.
will jetzt aber noch nicht die Asiaten triggern, indem ich Ansprüche stelle. Das könnte nach hinten losgehen. Extranationale Autorität, ja, das kriegen wir eingerichtet. Das auch. Monkadir Sablisur. Technology secured. Technology secured. Tachyon-Lanze, Hyperschilde. So viel kriegen wir aus den Stationen nicht raus, ne? Nee, dann lohnt es sich nicht. Hyperschilde geht in 43 Monaten oder Tachyon-Lanzen. Kann ich. Habe ich schon. Genau, habe ich schon. Aber ich habe nicht wirklich die richtigen Waffen dafür. Also macht es noch keinen Sinn, das umzurüsten. Monkadir Sablisur. Wird die Vorzüge in Betracht ziehen. Monkadir Sablisur. Für jemanden wie euch würden wir doch niemals unsere Unabhängigkeit opfern. Ja, würdet ihr schon. Ich habe euch gerade nur die Gelegenheit gegeben, das ohne Blutvergießen zu machen. Monkadir Sablisur. Krieg erklären geht in 4 Monaten. Wir haben wieder keine Konsumgüter. Es wird langsam zu so einem Running Gag. In 4 Monaten haben wir galaktische Wunder, beziehungsweise wir haben die Mega-Restaurierung. Nur haben wir nicht die Legierungen, um irgendwas Großes zu bauen im Moment. Der Fokus definitiv auf Wollmann. Monkadir Sablisur. Krieg erklären. Vassalisierung. We have declared war to safeguard our interests. Wir haben keinen General mehr, das kann ich so nicht lassen. Technology secured. Minus 210. Okay, hierzu, da ist schon mal gar kein Widerstand. Keine Verluste, wobei die eine Flotte ein bisschen viel Schaden genommen hat. Ja, 86. Aber auch nur bei den Zerstörern. Das haben wir jetzt. Impulstriebwerk. Wobei, warte. Ach nee, das war enigmatisches Tor. Alles klar. Und die haben ja einfach... Ist das... Das ist nicht deren Ernst, oder? Die haben keine Wirtschaft, um eine Flotte aufzubauen, aber die bauen Habitate wie blöd.
Also, und manchmal hat die KI echt einen Habitat-Fetisch. Und dann spammen die irgendwie 10.000 Habitate pro System. Das ist mir schon in ein paar anderen Spielen aufgefallen. Technology secured. Teilweise kolonisieren sie die nicht mal. Also, das ist noch lustiger. Minus 208. Planetary invasion commenced. Nanovitalitätkulturen. Ja. Mehr Nahrung wäre gut. Ich finde alles gut, was Grundproduktion erhöht. Wo ist eine Flotte? Da ist eine Flotte. Ja, okay, aber 35.000. Okay, aber dann machen wir das weg. Pass auf, wir halbieren die Flotte mal. Das hier schaffen wir noch. Aber das andere nicht mehr. Ich hoffe nur, dass wir das System behalten, wenn wir es wirklich schaffen, unser Kriegsziel durchzusetzen. Also, dass das dann nicht an die Mayas fällt. Das wäre nicht dezent. Uncool. Auf einmal sind hier doch Armeen, oder habe ich vorhin einfach noch nicht geguckt? Ground Invasion Force has seized the planet. Egal, die zwei können sich wieder zusammenführen. Zero G Construction Vessel destroyed. Oh, das ist die Föderationsflotte. Also das ist auch mit das Stärkste, was die haben. Sie haben auch tatsächlich relativ viel an Waffen, was Panzerung betrifft. Nein, ich möchte keine neue Flotte. Hä, habe ich hier nicht... Nee, ich habe hier keine Zitadelle draus gemacht. Egal, wenn ich es schaffe, hier einen Kampf herbeizuführen, dann kann ich es auch gewinnen. Also da wäre ich doch deutlich im Vorteil. Keine Armeen. Da sind Armeen. Im Moment steigt aber meine Kriegsmüdigkeit schneller als die der Wikinger. Force has seized a planet. Technology secured. Wo willst du hin? Nach da. Okay, dann einmal darüber. Okay, passt auf. Ihr seid passiv, passiv, passiv. Ich
Ich möchte nicht, dass jetzt eine Flotte zurückbleibt. Neuer Schiffstyp, Titan. Okay. Ja, dann bräuchten wir wirklich auch mal eine richtige Schiffswerft. Na toll. So viel dazu. Genau das, was ich nicht haben wollte. Wie schlimm ist es? Wow. Zweite Kohorte hat eine Menge an Verlusten hinnehmen müssen. Aber dafür könnt ihr einmal reparieren. Das System wurde teilweise besetzt, weil wir das noch brauchen. 157, relative Flottenstärke. Wir haben schon mal die Föderationsflotte besiegt. Das ist gut. Okay, wenn wir unsere Kriegsziele durchsetzen, dann können wir auch tatsächlich... Dann behalten wir das System. Das ist schon mal gut. Transgenische... Nee, das ist eine wiederholbare. Dann nehmen wir lieber irgendwas, was wir noch gar nicht haben. Wo ist... Galaktische Wunder? Da können wir nämlich jetzt hier... Nein, nicht Dyson-Sphäre. Wachmatrix. Also irgendwie sind Legierungen sehr billig. Das ist eigentlich nicht normal. Teilweise besetzt. Das hat 466. Das ist zwar okay. Planetary invasion commenced. Das wird noch ein Kampf. Wir werden wahrscheinlich auch das Gebiet der Ägypter angreifen müssen. Technology secured. Nahrungsreplikation. Nahrung von Jobs plus 15%. Ja, das ist... Das ist okay. Thank you.
Annihilation Force has seized the planet. So. Hier sind wir im Moment in einer guten Position. Ich brauche auf jeden Fall wieder neue Armeen. Construction complete. Anti-Verbrechens. Ach, das ist Sklavius. Mit Verbrecherbossen verhandeln. Ja, das ist sogar, soll sogar ziemlich gut sein. Weil zwar Kriminalität da ist, aber es praktisch keinen Effekt mehr hat. Zu welcher ist unsere schwächste Flotte? Die zweite Kohorte. Die aufzurüsten dauert aber auch, da brauchen wir so viele Legierungen schon wieder für. Die brauchen wir für die Wachmatrix. Also die möchte ich zumindest auf Stufe 1 haben. Wir haben mal wieder zu wenig Pops. Das ist einfach. Enemy presence exposed. Construction complete. Okay, wo haben wir 12.000? Ja, bis dahin ist die Sternbasis hier wieder einsatzbereit. Enemy presence exposed. Wo ist die Flotte? Ah ja, Tatsache. Stopp, 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 stopp. Schnappt sie euch. Was könnt ihr uns anbieten? Weiter. Technology secure. Ein Schlachtschiff. Na, das war eher. Die haben sich so schnell zurückgezogen.